Ja, liebe Leute, wir sind wieder vor der nächsten Mission, Jojo und ich. Und wir haben uns heute mal noch ein bisschen Hilfe dazu geholt. Und zwar steht neben mir der Optimus Prime in seiner LKW-Form. Ja. Unzerschwörbar. Ich krieg genauso einen Kauderwelsch wie du. Eigentlich bin ich auch der Gottfaser auf Kauderwelsch. Ja. Optimus Prime, mal gucken, ob wir seine Hilfe benötigen werden. Ja, wir starten in die nächste Hauptmission, habe ich mir sagen lassen. Ja, und zwar ist das die nächste für den Sicherheitsflügel. Okay, dann gehe ich mal auf die Karte und dann machen wir mal eben die Einsatzbesprechung. Lass den los! Alles klar. Der hat euch nichts getan! Okay, Agent. Diese Berichte über Rikers Aktivitäten auf der Lexington stimmen. Ein JTF-Team konnte bestätigen, dass sie dort ihre Basis haben. Ja, kurz danach wurden sie geschnappt. Sie müssen meine Leute rausholen. Diese Verbrecher sind nicht für ihre Zurückhaltung bekannt. Das ist die perfekte Gelegenheit, um die Führungsriege der Rikers zu eliminieren. Nutzen wir sie. Okay, jetzt geht es also um die Rikers. Um die Cleaners haben wir uns ja, oder um die Führungsetage der Cleaner haben wir uns ja schon gekümmert. Ich wollte es gerade sagen, die sind ja eigentlich nicht mehr wirklich da. Ja, rein theoretisch. Sagen wir jetzt mal, versprenkelte Randgruppen. Hör zu, du Wichser. Wenn du nicht kooperierst, nehmen wir uns deine Familie. Was reden die? Das ist natürlich sehr geil, was sie reden. Warte mal kurz. Ah, gut, die sind ja schon zu spät. Meinen Leuten mal ein neues Kampf. Okay, Entschuldigung, aber da haben wir gleich mit Sicherheit noch so eine Gelegenheit. Zu. Meine Mine hat auch nichts gebracht. Die steht jetzt auch nur noch dumm rum. Es war gerade übrigens so, wo ich auf der Missionskarte war und du das ausgewählt hast, dass es mir mit abgespielt worden ist. Das war bisher eigentlich auch nicht so. Ja, du, manchmal war es so, manchmal nicht. Ach so. Ist halt irgendwie, vielleicht liegt das auch nur daran, wenn man direkt nebeneinander steht, dass das dann vernünftig ist. Ja, okay. Ja gut, ich war auch auf der Karte drauf. Man weiß es nicht, wir sind auf jeden Hier Fall da. Hier geht es darum, den Rikers den Kopf abzuhacken. Es gibt niemanden, der Leray Barrett ersetzen kann. Sie hat die Flucht nach Manhattan organisiert. Sie halten drei meiner Leute fest. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie retten, bevor Sie da alles hochgehen lassen. Gut, holen Sie sie zuerst raus, aber gefährden Sie nicht die Mission. Wir sind hinter Ihnen. Der Aufbruch ist zu Ende. Zack, Punkt, drei Headshots. Ja, und ich habe jedes Mal, wenn ich in die Richtung eines Gegners geguckt habe, ist er auch in dem Moment umgefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Hier sind also noch andere da drin, wie die Geisel uns gerade zu berichten hatte. Oh, geil. Welcome to the party. Ja, sieht aus, als ob der Joker hier seine Party gefeiert hätte. Ja. Ja, Scarecrow haben wir ja auch schon getroffen. Ja, wortwörtlich. Den haben wir in den Arsch getroffen. Der existiert nämlich nicht mehr. So, das ist die Visitenkarte. Ja, das ist die Visitenkarte dafür, dass die Party beendet ist. Wir sind da und wollen den White House in den Arsch treten. Ja, okay, das ist wohl wahr. Auf den Toiletten ist nichts, ja. Hier ist eine versperrte Tür. Karte nichts angezeigt. Wo ist eine versperrte Tür? Ich sehe die nie. Ja, ich glaube, die ist auch nicht auf unserer Höhe. Achso. Gucken wir erstmal weiter. Also hier geht's lang für die Mission. Ja, wenn wir jetzt schon die Cleaners quasi ausgeschaltet haben und nun uns die Rikers vornehmen, wer bleibt dann übrig? So wie wir es in der letzten Mission gesehen haben, die abtrünnigen Division-Agenten. Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen. Wir müssen da oben, wollen wir erst einmal nach unten? Können wir gerne tun. Um die Mission zu finden. Ja, und hier ist ja auch die
Sport. Ich mach's auf. Ah, ich hab schon, sorry. Oh, cool. Boah, ich mich verjagt. Scheiß Schaufel. Puppenärsche. Kann man da hinten schon hinkommen? Nee. Hier ist noch eine Kiste. Gut, Ladies first. Eine Abdeckmaske, ja, die habe ich ja vielleicht auch nötig. Man kann die Puppen leider nicht zerschießen. Ja, also die haben ja hier schon so einige zerstörbare Elemente, aber halt auch nicht alles. Ja, vor allem teilweise auch total bescheuert. Ich weiß nicht, ist dir schon mal aufgefallen, hast du schon mal versucht, einen Autoreifen zu zerschießen? Nee, habe ich nicht, aber ich habe schon öfter einen Platzen gehört. Ja, wenn du auf die aufs Gummi schießt, passiert nichts. Wenn du auf die Felge schießt, geht der platt. Oh, geht noch? Warte, warte, warte. Oh, hab ich schon. Okay. Die kommen angelaufen. Mach was. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ich weiß nicht, ob meine Linie jetzt noch gut losrollt. Da fährt sie. Ja, ich hab's gerade noch hinterher geguckt. Ja, ich guck gerade zu, was sie gemacht hat. Also die ist kaputt gegangen bei dem einen. Der eine ist, glaube ich, auch dadurch gestorben. Oder nee, ist gar nicht. Hat aber auch nur Schaden genommen. Warnung! Feinde nähert sich ihrer Position. Also mir wird aber kein Schaden angezeigt. Die haben aber Schaden genommen. Ich habe zugeguckt. Ich habe einen erledigt mit dem Feuerlöscher. Geil. Ich habe ja jetzt schon echt 10.000 Missionen auf dem Feuerlöscher geschossen. Jetzt habe ich ihn tatsächlich einmal im Spiel benutzen dürfen. Warnung! Weitere Feinde unterwegs! Ich stelle da mal den Ja, guck mal, das ist auch mal mit an. Ich schieße jetzt mal nicht. Da wird er weggefackelt. Ja, sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt mit diesen all den Sachen noch nicht wirklich gespielt habe, aber ich werde es irgendwann nochmal präsentieren. Ich war sicher, dass ich so enden würde wie die anderen. Das war eine Geisel, ich dachte, der wäre tot. Nee, die anderen sind tot. Ja, join the Fire. Ja, genau. Schön, schön krass. Okay. Ja, hast du den hier gesehen mit dem Rettungsring um den Hals? Nee, glaube ich. Kommen wir zurück. Den haben sie hier irgendwie ins Aquarium gelegt oder was? Das ist mit dem Rettungsring drauf. Ja. Coole Sache. Wäre eigentlich ein Screenshot wert. Mache ich aber nicht. Die Liebe zum Detail. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, ich glaube, hier sind wir ganz wieder, richtig. Ne? Lass mich raten, wir müssen wieder jede Menge Stufen nach oben, damit wir nachher kurz vor Schluss wieder nach unten und dann da fighten dürfen. Wahrscheinlich. Hier links ist eine Tür. Ja, lass aber erst nochmal hier so lang gehen. Ja, aber jetzt natürlich schon geöffnet. Ja, hier ist auch nichts. Oh, das ist auch sehr geil. Erfasse ein Echo in der Nähe. Und hier ist ein Echo. Werden wir es mal aktivieren. Das analysiert noch. Ja. Analysiert. Und nun aktivieren wir es. Nur ein kleines wirft die Axt auf das Schweinspiel. Wie wär's mit 10 Punkten, wenn du den Arm triffst? Wow! 5 für die Hand! Wie wär's? 20 für den Kopf? 30? Hängt davon ab, wie tief sie eindringt. Ja. Keine Angst. Wer den anderen unter den Tisch säuft, lebt. Ist doch ein guter Deal. Für einen von euch. Es ist ganz einfach. Nur ein kleiner Wettkampf unter Freunden. Ihr beide habt einen Schnaps für euch. Los, trinkt!
Ich mach das nicht. Scheiß drauf. Ich kämpf nicht mit dir ums Überleben. Josh, wir haben keine Wahl. Außerdem hast du immer mehr vertragen als ich. Oh, verdammt. Ich kann nicht mal ein Klavier spielen. Andreas? Ja? Ich bin rausgeflogen. Warte da mal bitte kurz. Ja. Ja, liebe Leute, wie mir jetzt gerade kurz sehen kann, der Kontrollverlust ist rausgeflogen. Ja, jetzt ist mir das auch mal passiert. Wir hoffen natürlich, dass er jetzt einfach so wieder einsteigen kann, so wie es bei mir auch schon der Fall war. Gehen wir davon einfach jetzt mal aus und warten kurz auf den. Ja, das ist auf jeden Fall ärgerlich, weil es war gerade ganz interessant, was für Wichser die Rikers eigentlich sind. Ja, du weißt ja wohl, was die Rikers eigentlich sind, ne? Nee, genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Was sind denn überhaupt die Beweggründe der Rikers? Das sind Straftäter, die ausgebrochen sind. Aus der, ja, Rikers ist das Gefängnis gewesen. Deswegen heißen die Rikers. Ah, okay. Das sind das alles. Ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber man hört das wohl immer an den Gesprächen raus, auch von den NPCs oder von den Passanten halt, wenn die sagen, gehören sie auch zu den Sträflingen oder. Genau. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welcher Mission das wird auch nicht wirklich deutlich angesprochen, aber in irgendeiner Mission wird es angesprochen. Ja. Ja, in der Zwischenzeit laufen wir hier einfach mal ein bisschen rum, aktivieren leider nichts. Wir gucken uns jetzt einfach nur mal diese Infokärtchen an. Ja, das ist natürlich. Du bist ja schon wieder da. Sowas ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, da bin ich noch nicht. Bei mir ist noch Verbindungsaufbau. Ja, bei mir wirst du aber schon wieder als online angezeigt und du wirst mir auch schon irgendwie wieder auf der Karte angezeigt. Ja, das hatte ich auch, wo du in der letzten Hauptmission auf einmal verschwunden warst. Das ist mir schon sehr früh wieder angezeigt. Da wollte ich nämlich eher schon weitergehen, bis du dann gesagt hast, dass er noch im Ladebalken ist. Ja, das passiert nun mal, aber wie man jetzt schön sehen kann, man ist direkt wieder zurück vor Ort und Stelle. An Ort und Stelle. Ja, das auch. Also bei mir bist du. Jetzt bist du da. Jetzt bin ich wieder da. Und was ich wirklich das jetzt hier. Also rein theoretisch bleibt man kurz stehen. Jetzt könnte ich dich auch mit meinem Geschütz verprügeln. Es geht nicht nur mit dem Medikum, es geht sogar mit dem Geschütz. Ja, ja, das ist ja. Hast du hier alles angeguckt? Schön zu wissen, ja, ich habe alles angeguckt, das ist gerade da abgebrochen, weil oh, hier ist auch noch eins. Oh bitte. Ich habe Familie. Glaubst du, dass ich keine Familie habe? Dass ich in Rikers geboren wurde? Nein, nein, nein. Ich will nur sagen, dass sie das nicht tun müssen. Wir sind Menschen, okay? Nicht nur Symbole oder Uniformen, oder? Dann wird jetzt einer von euch spüren, wie es sich anfühlt. Ich verstehe nicht. Auf die Knie, Bitch! Mehr musst du nicht verstehen. Bitte. Auch noch die Leiche. Ja, okay, jetzt wird es ja auch gesagt, ich bin nicht in Rikers geboren. Oh, hier geht's auch noch. Hier ist der Kühlschrank. Lass mal offen. Hey, Boss! Sieht aus, als wollte sich der Bulle schlachten lassen. Bekommen wir doch noch einen schönen Weihnachtsbraten? Also, die Sache beim Schinken ist, man muss nur wissen, nein, wo man zuerst anschneidet. Nein, 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 nein! Warte! Ja, die Anführerin ist eine ausgesprochene Sadistin. Steht auch noch schön an der Wand. Dinner is ready. Ja, das sind nämlich so tolle Dinge. Aber dafür mag ich dieses Spiel halt so. So. Ja, dann gehen wir mal in den Fahrstuhl, wa? Ja.
Jetzt gehen die Türen gleich auf und dann geht das Geballer bestimmt wieder los. Oh, es wird dunkel. Das gefällt mir. Da können wir die Zweisamkeit wieder... Agent, die Geisel wird auf dem Dach festgehalten! Sie müssen da aufräumen! Glaubst du, wir können uns den Scheiß auch einfangen? Benitez hat anscheinend was dagegen. Oh, hier ist mächtig was los. Sensiert, Alter. Das sind auch Sniper bei, ne? Oh ja. Hab ich nicht gesehen. Ich bin ja wieder ein richtiger Grundschütze. Die direkt vor mir stehen, ne? Da kriege ich die mit der Sniper. Ey, so gut wie nie zu packen. Mann, ey, ich stehe immer so scheiße, dass ich die nicht sehen kann. Das habe ich sonst eigentlich auch immer. Hey, Granate fliegt! Ja, wieso schon nicht da? Hä, ich hab da... Oh! Zusammenfühlt ihr euch stark, was? Das ist wohl schon die Dame. Oh. Das ist doch... Nee, ist nur, noch ein Down. Ich hab das jetzt nur vermutet aufgrund der weiblichen Stimme. Da hinten liegt ja, aber auf jeden Fall noch irgendwo eine Box. Ja, da stehe ich gerade. Ja, falls ihr das doch, ich hab's gemerkt, die Sniper sind alle weiblich. Genau. Sogar ich. Die haben halt die ruhigeren Hände wahrscheinlich. Ja. Warum knallen wir die überhaupt ab und nehmen die nicht mit? Leere Keller gibt's ja jetzt wohl genug hier. Du willst halt wohl nicht hier zum, wie hieß er noch? Fritzel. Ja, genau, zum Fritzel werden. Hm. Oh, hier ist die nächste Geisel. Oh, vielen Dank. Ich dachte, ich muss sterben. Die haben mir übel mitgespielt. Barrett und ihre Leute sind drin. Ah, Scheiße! Ja, ich dachte, ihr wird sterben. Jetzt rennt ihr nach unten, um Nachschub zu sichern und geht dann dabei drauf. Also. Scheiße. Ja, die JTF passen halt, ne? Ja. So, müssen wir denn jetzt überhaupt tun? Negativ, wir machen das. Suchen Sie sich einen sicheren Ort und bleiben Sie da. Das ist eine Zieltaste. Ja, Sir. Warnung, Feinde nähern sich Ihrer Position. Wer hätte das gedacht? Ich begebe mich mal oben. So macht man das. Ich schmeiß mein Geschütz. Und da kommt auch schon einer mit Körperpanzerung. Okay. Ich hab auf jeden Fall den Platz hier. Schaden. Der ist auf jeden Fall beschäftigt, wie man sieht. Ja, der brennt. Sehr schön. Jetzt hat man super sehen können, wie ein... Hier, Lau. So ein... Ich hab das mit Ramos gehört, Captain. Schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank dafür. Meine Leute gehen für den Sturm in Stellung. Agents, Sie müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Ja, das hat man auf jeden Fall. Ja, man konnte jetzt halt schön sehen, wie gut das Geschütz doch arbeiten kann. Ja, also wie man im Zusammenspiel mit den verschiedenen Elementen hier gut durchkommen kann. Weil die Gegner sind nämlich eigentlich ganz schön gefährlich. Ja, vor allem die hier mit der fetten Panzerung, weil die halten ja immer so elendig viel aus. Also ja. Die haben ja so viel Rüstung. In der Tat, von so einem wurde ich auch bei der letzten Kopfgeldmission dahin gerafft. Bin ich auch übrigens aus Versehen reingerannt. Und die Figuren, wo wir eben schon waren, jetzt sind sie weg auf einmal.
Nee. Ja, nee, da ist die andere Seite. Da waren wir eben. Jetzt sehen wir quasi nicht die Ersche, sondern ja, den Ken. Hä? Das ist ja auch geil. Ja, guck dir den an. Ich stehe gerade bei den Puppen. Ich habe mir die Titten angeguckt. Ja, das mache ich dann gleich auch noch. Wo bist du denn? Hier. Lass den Kopf nicht hängen, Junge. Ja, einmal gegentreten. Ob die Schublade denn noch schließt. So, sind denn hier Titten zu sehen? Tatsächlich. Sniper auswählen. Ranzoomen. Ja. Okay. Gegner. Ich hab's labern gehört. Und ich sehe was auf dem Radar. Ich hab mindestens ein Dutzend Leute kalt gemacht. Muss ja immer denselben im Visier haben. Ja, sonst lass uns doch demnächst absprechen. Ah, das ist ja langweilig. Dann gibt's den Kampf nicht mehr darum, wer die abschließt. Warnung! Weitere Feinde unterwegs! Ja, du hast ja jetzt übrigens einen Bonus aktiviert bei den Flügeln. Hat sich das schon bemerkbar gemacht? Oder erklär mal eben, was du überhaupt gemacht hast. Ich hab, was meinst du? Ich hab jetzt alle Fähigkeiten freigeschaltet. Ja, mit den Auszeichnungen meine ich. Ach so, ja. Ich hab, nähern sich ihrer Position. Beim Sicherheitsflügel ist das. Den letzten freigeschaltet, da bekomme ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Um genau zu sagen, 25% für jeden Headshot. Weil wir kriegen ja immer nach dem Kampf so eine Auszeichnung. Ja, haben wir jetzt gerade auch. Also für die Headshots. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob sich das da jetzt schon direkt angezeigt würde, weil ich habe jetzt gerade für 4 Headshots 280 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Oh, JTF, too trash. Auf jeden Fall ist das ja was, worauf man vielleicht... Es ist eine sehr witzige Mission. Also es lohnt sich auf jeden Fall die Rolle zu durchsuchen, auch wenn man nur tote JTF-Soldaten findet. Also eigentlich ist es eher eine bedrückende Mission, aber... Ja, ich finde bedrückend hier manchmal ganz witzig. Ja, worauf ich hinaus wollte ist, dass das mit diesen... ja, mit der zusätzlichen Erfahrung, die du da gewinnst, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, auch sich die direkt am Anfang zu holen. Ja, das war aber das für 1000 Dingspunkte, ne? Ja gut, also direkt am Anfang ist da nicht so wirklich möglich. Ja, das schon, aber direkt am Anfang ist es halt nicht möglich. Nee, aber dass man da vielleicht auch mit als erstes drauf spart, wenn es einem denn um die Erfahrungspunkte geht. So, wir stehen hier vor mehreren Monitoren, was auch wieder faszinierend gut aussieht, und die Vogue betätigt die Tastatur. Du willst dann nur sehen, wie ich mich vorbücke. Genau. Soweit, so gut. Meine Angriffstrupps sind unterwegs. Sie werden die Halle auf ihr Signal stürmen. Das ist doch eine Falle. Ja, sieht ganz danach aus, und es ist auch sehr beunruhigend, wie die JTF-Soldaten da schon wieder rumeiern. Die können es einfach nicht, die sollen es einfach sein lassen, die sollen uns die Arbeit machen lassen und... Naja, sie beschäftigen die ja ein bisschen, ne? Also finde ich ja gar nicht so ganz so schlimm, dass die Assis uns auch mal ein bisschen Arbeit wegnehmen. Naja. Machen uns teilweise mehr Arbeit, als dass sie... Ja, okay, eigentlich machen sie uns nur Arbeit. Das weil, ist ja eine schöne Scheiße. Ich dachte, ihr wärt clever genug, um drin zu bleiben. Doch ihr tretet lieber dem Schöpfer gegenüber. Sehr geil. Bettelt ihr quasi um eure Stadt. Ich hab schon gerne gehört, was ihr so zu sagen habt. Ja, die Sniper-Fotze hat auch nicht geschossen. Ja, wir müssen eine andere Deckung suchen. Ihr habt gerade gesehen, ich sehe nichts außer Andreas. Oh, ich sehe gerade, ich bin ja auch schon derbe getroffen. Oh, hier sind auch die JTF-Soldaten. Eine derbe ist, glaube ich, einmal am Rennen.
bin down. Wo bist du denn? Ich bin schon wieder da. Hast du eine Fähigkeit benutzt oder? Ja. Da ist auch der Endgegner. Die Missionsgegner, die verrückt. Ja, lass uns erstmal die, glaube ich, mit die anderen machen. Sniper ist weg. Hinter uns wird irgendwas angezeigt. Ja, ich wird irgendwie überall was angezeigt. Ich muss gerne mal wieder die Gegend. Also sah gerade sehr cool aus, wie sie da vorne stand. Kommt auf jeden Fall nicht zu schießen. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Witch is down. Gerade wie ich da alle Vorbereitungen getroffen hatte, um die Mutter zu nehmen. Da kommt man eben von dieser Mutter. Ja, ich hatte die ja schon die ganze Zeit im Visier. Ja, wenn du die Autobeschuss genommen hast, war das wahrscheinlich der Grund, warum sie gar nichts mehr gemacht hat. Ja, ich hatte gerade halt auch meinen Beschützer hingeschmissen. In einer höheren Position, das ist immer nicht gerade von Vorteil, weil ich bei einer so niedrigen Deckung halt immer noch. Jetzt habt ihr da auch irgendwie hin und her, das ist echt nervig, wenn die Leute wenig Leben haben, dann eiern sie hier rum. Heikle Aufgabe, aber sie haben getan, was getan werden musste. Ja, sie haben ihnen das Rückgrat gebrochen. Ohne Anführer wird der Rest zerfallen. Ich glaube, wir sind noch nicht mit denen fertig. Aber wenigstens können wir diese JTF-Leute wieder darauf ansetzen. Oh ja, meine Leute müssen leben und da draußen für die gute Sache kämpfen. Wir können uns keine weiteren Verluste leisten. Ich schulde Ihnen was, Agent. Spitzenjob. Ja, danke schön. Also, hat auch Spaß gemacht, diese Mission. Viel Glück da draußen. Ja, aber eigentlich mehr aufgrund der ganzen toten JTF-Soldaten und wie sie gekillt worden sind. Ja, weil es halt tierisch an unseren guten Joker erinnert hat, finde ich. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ich stehe jetzt hier gerade vor, wo man sie halt gesehen hat. Merritt Crime Pace mit dem Sitz und dann ist ja hier der Laufsteg. Die haben sehr coole Locations gewählt, finde ich. Anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen. Ziemlich krasses Material, aber vielleicht hilft es ihnen. Ich lade es ihnen hoch. Okay, dann hören wir uns das mal direkt an. Yep. Einschnitt. Einschnitt lässt euch bluten. Aber Einschnitt tötet nicht. Er hinterlässt nur eine Narbe. Ein tiefer Schnitt. Lässt euch schreien. Aber ihr könnt aus dem Schrei Stärke gewinnen. Oder ihr seid schwach und winselt. Das ist eure Wahl. Ihr könnt wählen, ein Opfer zu sein. Egal, wo ihr seid. In einem Penthouse oder in einer Zelle oder draußen, wenn ihr wieder durch eure Straßen zieht. Über die Kälte jammert, die Ratten oder darüber, wer das Sagen hat. Einige wollen Opfer bleiben. Ja, sie wollen winseln. Ich gebe euch, was ihr wollt. Wollt ihr ein Opfer sein? Nun, das könnt ihr haben. Das könnt ihr haben. Ich nehme mir, was ich will. Die nennen die Krankheit eine Tragödie? Die reden vom Weltuntergang? Diese Krankheit ist unser Lehrer. Sie sagt den Bullen, ihr habt ausgedient. Sie sagt uns, erhebt euch. Ihr habt uns lang genug ausgenutzt. Jetzt holen wir es uns zurück. Ihre Häuser, ihre Autos, ihre Familien, ihr Leben. Das ist unsere Stadt. Jetzt ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Lass uns dabei. Zieh es durch. Oh ja. Ich bin kein Verdammt dabei. Ziehen wir was durch. Alter. Ja, gut. Ihr Vorhaben ist gescheitert, dank uns. Irgendwie war das jetzt auch gerade
Goofy mit Zahnlücke und Frauenstimme. Lieben Gruß an dich. Ja, auf jeden Fall ein krasses Video. Ja, ein Schnitt. Was sagt sie noch? Ein Schnitt tut nur weh. Ein tiefer Schnitt lässt dich schreien. Vorne ist noch, glaube ich, schon krass. Die Box, oder ist das über uns? Ist über uns. Ja, hier ist unter uns. Unter uns. Was wollte ich sagen? Bei dem Video muss ich jetzt sagen, oder so auch bei einigen anderen Videos, hätte ich es vielleicht besser gefunden, wenn man es vorher gesehen hätte, um die Bedrohlichkeit überhaupt zu zeigen. So, weißt du, jetzt kommt ein bedrohliches Video von ihr, nachdem wir sie gerade weggehauen haben. Ja, gut, schon. So, Alter, du bist schon 7 zu... Krass, Alter. Was machst du denn? Ich bin halt gut ausgerüstet. Ich level eigentlich ganz normal, obwohl ich treffe ab und zu halt auch mal. Ja, aber das macht ja jetzt nicht so viel aus. Also ich treffe ja auch zwischendurch. Naja, eigentlich triffst du die ganze Zeit. Also du hast ab und zu, sehe ich noch nicht mal die Gegner und dann hast du die schon abgeräumt. So, wo müssen wir denn hier raus? Hier. Ach Gott sei Dank, hier ist eine Wegmarkierung. Ich hatte gerade schon Bedenken. Zack, zack. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Okay. Und damit ist die nächste Mission auch abgehakt. Ah, ich habe das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Hier steht ja vor Wakehurst Castle. Das war gut, einmal. Stimmt. Die Wakehurst. Ja, jetzt ist es wieder das Lexington Event Center, wo irgendwelche Events gestartet werden. Genau. Boden schauen. Ja. Pornos gedreht werden. Nur die Darsteller fehlen. Alles klar, das war's zu dieser Mission. Ich hoffe, euch... Oh, hier schon wieder ein Bedürftiger, ey. Alter, die fressen mir die Haare vom Kopf. Ich genieße das einfach, wenn du dir nochmal alles gibst und ich dann die Erfahrung dafür bekomme. Ja, aber ich habe dafür eine lila Jacke bekommen. Die werde ich demnächst bestimmt nochmal irgendwann anziehen, wenn ich dann einen grünen Schal finden sollte. Okay, auf jeden Fall, das war's zu dieser Mission. Bleibt auf jeden Fall dran, denn wir stürmen direkt zur nächsten Mission. Haut rein. Tschüss.